Du interessierst dich für Hypnose und bist auf direktem oder indirektem Wege hier gelandet, dann bist du genau richtig hier. Wir schauen uns jetzt mal genau an zusammen, was die eleganteste und effektivste und schönste Methode ist, wirklich Veränderungen in dir zu ermöglichen und zu begleiten. Und aus meiner Sicht ist es die schönste und einfachste und beste Methode, die man sich vorstellen kann, und die heißt Simpson-Protokoll. Und was es ist, stelle ich dir jetzt vor. Ich gehe mal davon aus, dass du dich schon ein bisschen mit Hypnose auseinandergesetzt hast und ein bisschen weißt, was es ist. Wenn nicht, dann schau dir bitte das Video an, einfach erklärt, wie funktioniert eigentlich Hypnose. Findest du auf YouTube. Das Simpson-Protokoll, um das es hier in diesem Video geht, möchte ich dir ein bisschen genauer erklären. Und zwar, wir haben das Unterbewusstsein, wir haben das Bewusstsein, was kontrolliert. Unterbewusstsein hat alles gespeichert, was wir je erlebt haben. Und wir haben das Überbewusstsein. Ja, das Überbewusstsein ist eine Instanz, die Verbindung hat zu allem, die vermittelt zwischen allen Ebenen, die weiß alles, was du weißt, die weiß alles, was das Unterbewusstsein weiß, und die weiß auch alles, was die Instanzen, die oberhalb sind, außerhalb von dir, wissen, und hat Verbindung zu allen Menschen, mit denen du in Verbindung bist. Ja? Das Überbewusstsein ist eine unglaublich intelligente und wertfreie und nüchterne Instanz, mit der man fantastisch arbeiten kann. Im Simpson-Protokoll gehen wir in ein Arbeitsgespräch mit dem Überbewusstsein, mit deinem Überbewusstsein. Und das fühlt sich ein bisschen strange an, weil das so ist, wie wenn, also du gehst, ich führe dich in Hypnose, in eine tiefe Hypnose, dann gehen wir hoch ins Unterbewusstsein, ins Überbewusstsein, Entschuldigung, und dort führe ich mit deinem Überbewusstsein ein Gespräch, sozusagen, dir wird es vorkommen wie fast über dich, indem ich mit dem Überbewusstsein bespreche, gibt es auf der und der Ebene zum Beispiel was zu tun, und dann gibst du ein Signal und dann ja, nein, okay, dann mach das jetzt bitte und sag mir einfach Bescheid, wenn es fertig ist. Ja, wir machen einen Arbeitsdurchlauf, gehen durch alle Ebenen deines Wesens, alle Ebenen deines Seins hindurch und tun da die ordnende Arbeit, die das Überbewusstsein von Natur aus tut und tun kann. Und das ist unglaublich heilsam. Stell dir das vor, ich habe das in dem Video über Hypnose schon gesagt, wie wenn man das ganze Haus von Grund auf, vom Keller bis in den Dachspitz hoch, einmal durchordnet, und zwar in einer Sitzung. Das ist unfassbar effektiv. Ich kenne keine Therapieform, die effektiver ist als das. In diesem Prozess bin ich Reiseführer sozusagen, Begleiter, Zeremonienmeisterin, wie auch immer. Ich mache nichts. Ich mache nicht die Heilung. Die machst du, die macht dein Überbewusstsein, die macht dein Unterbewusstsein, die macht dein Körper. Die Intelligenz in dir macht, dass sich was zum Guten bessert in dir. Und ich zeige dir nur, wo es lang geht. Ich gebe euch nur die Hinweise, guck mal hier, guck mal da, wir gehen als erstes in den Keller und führe dich natürlich tief in Hypnose, damit du damit arbeiten kannst. Wenn also jemand zu mir kommt und sagt, du bist meine letzte Rettung, sage ich, nee, bin ich nicht. Du bist deine letzte Rettung. Ich kann dir zeigen, wie du deine letzte Rettung benutzt. Aber ich mache dich nicht heile, das machst du selber. Ich zeige dir nur den Weg. Ja? Mit dem Simpson-Protokoll können wir, egal ob das körperliche Sachen sind, ob das seelische sind, mentale Glaubenssätze, unerfüllte Wünsche, Krankheiten, auf welcher Ebene auch immer, können wir immer eine Verbesserung erzielen. Ja, können wir immer etwas in Bewegung setzen, weil wir einen Prozess des Ordnens in Bewegung setzen. Und zwar auf sehr, sehr einfache und direkte und schnelle Art und Weise. Es ist unfassbar, wie schnell das Überbewusstsein auch Dinge verbinden kann, regulieren kann, erfährt, nicht erfährt und damit dann arbeiten kann und Dinge einfach in Ordnung bringt. Ja, Verhandlungen, innere Verhandlungen, die sonst stundenlang dauern würden. Zack, 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 kurz verhandelt. Okay, alles gut.
Was eine Voraussetzung ist dafür, ist, dass der Wille und die Bereitschaft zur Veränderung da ist. Aber wenn du das nicht hättest, wärst du ja sowieso nicht, würdest du sowieso nicht Kontakt mit mir aufnehmen. Ne? Also eine gewisse Bereitschaft für Veränderung ist schon auch sinnvoll. Und trotzdem wirst du merken, dass Widerstände da sind, weil wir einfach Gewohnheitstiere sind. Und die werden dann sehr elegant, verhandeln wir mit den Widerständen, sprich mit deinem Wachhund im Haus, ja, und sorgen dafür, dass du dich nicht selber blockierst in deiner Entwicklung, in deiner Heilung, in deinem Ordnen, Prozess des Ordnens. Letztendlich ist es so, dass die Arbeit mit dem Simpson-Protokoll dich befähigt, zu 100% die Verantwortung für deine eigene Heilung zu übernehmen. Und natürlich holst du dir Unterstützung dabei, aber du machst es, du gehst den Weg, du hast die Verantwortung und dadurch auch die Eigenmächtigkeit, dein Leben zum Besseren zu verändern. Letztendlich könnte man sagen, alles ist möglich. Und gleichzeitig ist es so, dass niemand dir je irgendwas versprechen kann und niemand kann das auch für dich tun. Nur du kannst es tun, nur du kannst es, deinen Thron besteigen in deinem Leben und das Zepter in deinem Leben in die Hand nehmen. Aber manchmal brauchst du jemanden, der dir den Weg zeigt, der dir Ideen gibt und der dir sagt, du, das haben schon andere gemacht, das ist möglich, du kannst das. Ja? Und wenn du den Kontakt hergestellt hast, einmal kennst und richtig gearbeitet hast mit deinem Überbewusstsein, dann kannst du auch erlernen, das in Eigenregie zu machen. Also in Eigenregie mit deinem Überbewusstsein zu arbeiten und zwar ganz bewusst und ganz gezielt. Ohne großes Brimborium außenrum und tralala und hopsasa, ganz nüchtern und ganz gezielt. Und das ist das, wo ich sage, das ist Eleganz Eleganz und Brillanz in Aktion, definitiv. Also, wir gehen relativ schnell, ganz tief. Dabei bleibt in einem mitteltiefen Zustand dein einer Arm. Ja? Den verankern wir dort sozusagen. Der bleibt im tiefen Somnambulismus. Und dieser Arm dient uns als Signalgeber. Dieser Arm gibt uns Antworten. Und das sind Antworten, die steigen in dir auf, in Form von Ja oder Nein. Entweder du denkst die oder es ist so ein Bauchgefühl oder so ein vages Gefühl oder so ein Impuls und manchmal auch gar nichts. Und dann bewegt sich dein Ja-Finger, ja? Oder dein Nein-Finger. Und welches dein Ja- oder Nein-Finger ist, das erfahren wir, das besprechen wir mit dem Überbewusstsein. Und haben dann hier mit dem Arm ein Kommunikationsmedium, was uns Ja oder Nein zu den richtigen Fragen gibt. Und wenn das Überbewusstsein dann zum Beispiel fragen, gibt es irgendetwas zu lösen auf der, was weiß ich, für einer Ebene? Keine Ahnung. Kommt der Nein-Finger. Okay, danke, können wir weitergehen. Gibt es irgendwelche Probleme mit, was weiß ich auch immer? Bums, kommt der Ja-Finger hoch. Ja, ohne dass du, das machst du nicht, das macht, der kommt einfach hoch. Oder es kommt so ein Bauchgefühl in dir und dann kommt der auch schon hoch, der Finger. Manchmal kommt der Finger schon hoch, während ich die Frage nur angefangen habe oder gerade ausspreche oder gedacht habe. Bums, kommt der Ja-Finger hoch. Ja? Weil das Überbewusstsein diese Hand steuert. Ne? Weil wir es da sozusagen die Hand zur Verfügung gestellt haben. Und so arbeiten wir uns durch diesen ganzen Prozess, dein Arm, der in tiefer Hypnose sozusagen ist und diese Funktion übernommen hat für die Zeit der Sitzung, gibt die Signale und so finden wir Lösungen. Du wirst erleben, dass du alles mitbekommst, dass du teilweise Dinge nicht ganz verstehst, aber es nicht so schlimm ist, das kann man dahinter so ein bisschen klären. Und du wirst auch merken, dass das Überbewusstsein einfach da Dinge macht, die Verhandlungen führt, irgendwas, zack, 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 alles gut, fertig, ja, Finger kommt hoch, alles gut. Da könntest du im Bewusstsein gar nicht mitkommen, das wäre viel zu schnell. Also da passiert ganz viel. Dadurch, dass es so ein geschützter Rahmen ist, kann diese Arbeit ganz, ganz leicht gehen. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen,
Wie lang dauert es? Wie macht man das? Wie sieht denn das dann aus? Und letztendlich ist es so, dass man es überall machen kann. Also selbst wenn außen irgendwie Geräusche sind oder es stört eigentlich nicht, was du schon brauchst, ist ein Schutzraum, wo du dich wohlfühlst. Wenn du bei mir in der Praxis bist, dann ist Telefon aus und aber natürlich fährt vielleicht mal draußen ein Auto vorbei oder so, aber das kümmert einen nicht. Das kümmert eine Hypnose wirklich nicht. Also man braucht nicht einen schalldichten Raum dafür. Aber es ist ganz gut, wenn die Kinder versorgt sind, wenn das Telefon nicht geht, wenn der Postbote nicht klingelt und solche Sachen. Ist schon günstig. Und dann ist es gut, wenn du natürlich so ein bisschen dich vorbereitet hast und weißt, was ist das, was ich heute lösen will. Ja? Ist nicht so, dass man einmal Simpson-Protokoll macht und dann ist für den Rest des Lebens alles gut. Aber es ist bei vielen Sachen so, dass eine Sitzung reicht. Prozesse werden angestoßen und du merkst, nach 4, 6, 8, 10 Wochen, ein Vierteljahr hat sich unfassbar viel getan. Ja? Aber manchmal gibt es auch Themen, zum Beispiel stärkere oder hartnäckige Formen von Übergewicht zum Beispiel. Da braucht es locker drei Sitzungen auch, bis sich das aufgelöst hat. Weil da verschiedene Aspekte eine Rolle spielen. Ne? Und das sehen wir dann, das ist unterschiedlich. Normalerweise braucht man so 1,5 bis maximal 2 Stunden. Kommt drauf an, wenn es immer gut, wenn ihr vorher schon relativ klar seid, was ihr wollt und was ganz besonders ist beim Simpson-Protokoll. Ich kann mit euch an einem Problem arbeiten, von dem ich überhaupt nichts weiß. Ich muss nichts wissen von euch. Ihr könnt zu mir kommen und sagen, du, lass uns Simpson-Protokoll machen. Vorgespräch, alles fertig, alles Einverständnis und so weiter. Aber du brauchst nicht wissen, was es ist. Ich muss das Problem nicht wissen. Überhaupt nicht. Das Überbewusstsein weiß Bescheid. Wir gehen durch die ganzen Ebenen durch. Wir gehen durchs Haus durch und ordnen alles und gut ist. Ja, wir können auch vorher über das Problem sprechen, aber wir müssen nicht. Und das ist so angenehm, dass wir nichts zerreden müssen, nichts zerdenken müssen, dass wir nicht alles auseinandernehmen mit unserem Verstand und der immer dazwischen quatscht. Nee, das bleibt, wie es ist. Wir machen die Veränderung und dann zeigt sich an der Wirkung in den nächsten Wochen, was alles unfassbar viel passiert. Du wirst erleben, dass du Unterschiede, also manchmal Bilder hast, manchmal Gedanken hast, manchmal so Bauchgefühle hast, so Ahnungen hast. Und du kannst auch während der Hypnose mit mir sprechen. Also wenn irgendwas kommt, irgendein Bild oder so, ganz normal sprechen und dann arbeiten wir das ein. Und du könntest auch, so von wegen Kontrollverlust und solche Sachen, du könntest auch, wenn du merkst, nee, das geht gar nicht, da komme ich jetzt nicht mit, kannst auch sagen, hey, stopp. Und wir brechen ab. Ja? Also es ist nicht so, dass irgendwas mit dir gemacht wird. Es ist im Gegenteil so, du bist der aktive Teil. Du bist der oder diejenige, die die Heilung macht. Und ich nehme dich nur an der Hand und führe dich dahin. Und bin Mentorin oder Gesprächsleiterin zwischen dir und deinem Überbewusstsein. Und das macht mit dir dann die Arbeit. Die Arbeit mache nicht ich. Und das fühlt sich für mich genau richtig an. Ja, dass nicht ich als Therapeutin wissen muss, was für dich richtig ist oder ja, irgendwie in dir rumfuhrwerke oder. Du hast alles in dir und es geht darum, das zu entdecken und die Steine ins Rollen zu bringen, die ins Rollen gebracht werden müssen und die Lawinen, die befriedet werden müssen, anzuhalten. Genau. Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn ich sozusagen mit deinem Überbewusstsein spreche, weil das so ist, wie wenn ich mit jemand anders über dich spreche. Ist ganz komisch, aber du wirst merken, dass passt total und die Impulse, die kommen, da merkst du ja, das ist meins, das kommt von mir, wenn der Ja-Finger kommt. Wir stoßen Prozesse an und zwar also unfassbar elegant und effektiv und zum Beispiel auch nicht nur bei uns, sondern du kannst es auch mit deinen Haustieren machen. Also wir können auch im Simpson-Protokoll Haustiere, Probleme mit Haustieren über dich bearbeiten, indem du die Arbeit, dich für die Arbeit zur Verfügung stellst. Das gesamte Haus deines Systems sozusagen wird von Fundament bis in den Dachspitz plus Garten komplett geordnet. Und daraus ergibt sich dann ganz, ganz viel.
Der Vorteil ist, wir kommen direkt zum wesentlichen Punkt. Wir verirren uns nicht in allen möglichen Vermutungen, Konstrukten, Ideen, sondern wir kommen direkt zum wesentlichen Punkt, weil es ganz auf das Wesentliche zugeschnitten ist. Wer gerne möchte, kann vorher auch ein Vorgespräch führen. Wir können auch uns vorher länger über das Problem oder das Thema unterhalten. Das tut manchmal auch sehr, sehr gut. Und ich bin ja eine Freundin der sprechenden Medizin schon immer und weiß auch, dass diese Gespräche, die teilweise Jahre später noch bestimmte Gesprächsfetzen erwähnt werden von Leuten und sagen, das war genau für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ah ja genau, und dann hat sich das und das geändert. Alles wunderbar. Im Simpson-Protokoll ist es nicht notwendig. Da findet die ordnende Kraft auf einer anderen Ebene statt. Und wie ich dir gesagt habe, du kannst komplett, ohne dass ich irgendwas weiß von dir, mit mir diesen Prozess durchlaufen und dann mir berichten, was passiert ist, wenn du magst. Und du kannst aber auch kommen und mit mir das Problem erstmal besprechen. Dafür brauchen wir mehr Zeit. Für das Simpson-Protokoll alleine brauchen wir anderthalb, maximal 2 Stunden. Ganz selten ist es so, dass dieser Kommunikationsweg über die Finger sehr lange braucht, dass es ewig braucht, bis ein Ja-Signal oder Nein-Signal kommt. Und dann kann das auch mal länger dauern, aber normalerweise 1,5 bis 2 Stunden. Wenn du das Gefühl hast, vorher noch lange sprechen zu wollen oder erzählen zu wollen und Dinge verstehen zu wollen, also sozusagen das, dem Bewusstsein auch Futter zu geben, dem Bewusstsein zu helfen, einzuordnen, völlig in Ordnung, aber dann brauchen wir mehr Zeit. Das wäre gut, wenn wir das vorher wüssten, dass wir das so ein bisschen einbauen können. Was gut ist, wenn du weißt, ich werde manche Fragen stillstellen und zwar schlicht und einfach, weil dein Unterbewusstsein, auch dein Verstand, die fangen dann an, noch mehr zu vertrauen darauf, dass die Antworten wirklich kommen. Wenn ich Fragen stillstelle, das hört sich für dich so ein bisschen an, wie wenn ich so vor mich hin murmel, einfach in so Überbewusstsein, ja oder nein. Ich im Stillen die Frage stelle und dann die richtige Antwort kommt, die ich dann auch manchmal gegenchecke. Ja, ich gucke dann schon, dass es auch stimmt. Und du merkst, die Antworten kommen und es gibt dir immer mehr Sicherheit, auch dass dein Überbewusstsein da wunderbar funktioniert und eine tolle Kommunikation stattfindet. Und je mehr du vertrauen kannst, desto mächtiger ist dieses Werkzeug und desto mehr wirst du positive Veränderungen nach der Sitzung merken. Im Gegensatz zu anderen Hypnoseformen gebe ich dir keine Suggestion. Also helft dir nicht ganz, ganz viele Bilder in dir zu erzeugen. Das mache ich dann eher vorher, nachher mit Worten. Weil dein Überbewusstsein weiß, was für dich richtig ist. Nicht ich weiß das, das Überbewusstsein weiß das. Und da bedarf es keiner Ideen von mir, was für dich gut ist, sondern die Ideen sind schon in dir. Ich schicke sie nur los, sich zu entfalten. Ja? Es gibt einen Punkt, wo wir mit einem Bild arbeiten und das ist, während du in die tieferen Schichten der Hypnose gehst. Und da gibt es ein Bild, das mit Wasser und Strand zu tun hat. Wenn du negative Gefühle mit Wasser und Strand verbindest, dann sagst du mir das vor der Sitzung, dann gibt es andere Bilder, die wir verwenden können. Für die meisten ist Strand und Sonne und Wasser und Wellen was Tolles. Aber für dich nicht, dann sag mir Bescheid. Wenn du vertraut bist mit dem Simpson-Protokoll, dann kann ich dir auch die Selbsthypnose beibringen. Da kannst du ganz, ganz viel selbst für dich erledigen. Am Anfang ist es sehr gut, wenn man da ein bisschen begleitet wird. Wenn du dich für eine Sitzung mit dem Simpson-Protokoll entscheidest, dann wirst du Vorbereitungsmaterial bekommen in Form von Text und ein Video, was du dir anschaust, das du optimal für die Behandlung, für die Sitzung vorbereitet bist. Manchmal ist es gut, wenn es um körperliche Dinge geht, vor allem auch um starke Depressionen oder sowas zum Beispiel, dass du es mit deinem Arzt absprichst,
dass du sagst, was du machen möchtest und dann Rat einholst. Manchmal ist es gut, auch Befunde mitzubringen, bestimmte Sachen auch mal untersuchen zu lassen. Also beziehe ruhig die ganzen körperlichen und ärztlichen und auch die Diagnosen und so von anderen Behandlern mit ein. Das sind wichtige Informationen, die ich auch mit einbeziehen sollte in dem, was ich tue und wie ich es tue. Also da wird vorher so ein bisschen so ein kleiner Kennenlernprozess stattfinden. Das Verrückte ist, dass diese Art von Arbeit, dass die auch auf die Entfernung funktioniert. Und das bedeutet, dass man das Simpson-Protokoll fantastisch, nicht nur irgendwie hingemurkst, sondern fantastisch online hinkriegen kann. Ich habe mittlerweile so viele tolle Online-Sitzungen erlebt. Ja? Und es ist wirklich, egal wie weit weg, gut ist eine stabile Internetverbindung, gut ist, wenn du eine Kamera hast an deinem Gerät, irgendwie am Monitor dran oder und ein Mikro, dass wir uns verständigen können. Also alles, was man für ein Online-Gespräch sozusagen, wo man sich sieht und hört, braucht. Ich muss deinen Finger sehen, ich muss deine Hand sehen. Wenn all das gegeben ist, dann kann man Simpson-Protokoll fantastisch online machen. Ja? Und ohne Reibungsverluste, also die Ergebnisse sind genauso, wie wenn du bei mir in der Praxis wärst. Ich mag das gerne in der Praxis. Ich mag gerne, weil ich Menschen einfach mag. Ja? Ich mag gerne wirklich in Kontakt sein und sich wirklich auch live sehen. Aber in heutigen Zeiten ist es manchmal so, dass es nicht anders geht. Und es sind mittlerweile echt viele, die von weiter weg kommen und die einen dann irgendwie finden auf irgendwelchen Wegen und sagen, Mensch, können wir nicht und so. Es geht fantastisch. Die Ergebnisse sind brillant. Also habt keine Sorge, dass es online irgendwie weniger wert ist als analog. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und die Wirkung ist genau gleich. Man muss ein bisschen gucken, so wie stellt man das den Bildschirm hin, dass ich dich sehe und du machst es dir gemütlich und so. Gar kein Problem. Man braucht natürlich die entsprechenden Gerätschaften. Ist auch klar, eine stabile Internetverbindung ist auch nicht schlecht. Aber ansonsten geht es fantastisch. Was auch geht, ist, dass zum Beispiel, wenn euer Baby Probleme hat, dass ihr für euer Baby stellvertretend sozusagen die Behandlung macht. Dass wenn euer Kleinkind Probleme hat, dass ihr stellvertretend für euer Kleinkind die Behandlung macht und den Kindern geht es besser und euch meistens dann auch. Und es funktioniert eben auch, wie gesagt, schon mit Pferden, mit Hunden, mit allen anderen Wesen funktioniert das wunderbar. Wenn du dann kommst und wir uns entweder in der Praxis treffen oder uns online treffen, dann werden wir ein kurzes Vorgespräch machen. Du hast schon ein bisschen klar, was dein Thema ist und dann steigen wir direkt ein. Die Sitzung, wie gesagt, 1,5 bis 2 Stunden werden wir brauchen. Danach gibt es ein kurzes Nachgespräch. Und dann gibt es in dem Paket, was ich dir sozusagen anbiete, und es gehört für mich zur Behandlung dazu, nach ungefähr 6 Wochen nochmal 10 Minuten, Viertelstunde Nachgespräch. Ist für dich manchmal ganz, ganz wichtig, die Dinge, die da so alle passieren, auch einordnen zu können, dich selbst und das Funktionieren deines Überbewusstseins noch besser zu verstehen. Und für mich ist es immer hochinteressant zu hören, was sich getan hat. Da haut es einen aus den Socken, ganz ehrlich. Macht richtig, richtig Spaß. Also freut euch drauf. Wenn ihr Geburtsvorbereitung machen wollt mit dem Simpson-Protokoll, dann ist das nochmal ein anderes Paket. Da guckt mal, das findet ihr. Wenn es um schwerere Störungen geht, auch wenn es zum Beispiel um Gewichtsprobleme geht, die lang und hartnäckig sind, dann rechnet mit mehreren Sitzungen. Mit 3 Sitzungen ist es meistens gegessen. Aber die allermeisten Probleme lösen sich innerhalb von einer Sitzung. Wenn du einfach nur möchtest, dass es dir insgesamt besser geht, dann gibt es ein Programm, das heißt Holistic Healing Program. Und
Da ist es sozusagen wie wenn wir das Gesundheitshaus einmal ganz, ganz durchgehen. Und das Gleiche gibt es auch für die Chakren, für die Energiezentren, die uns verbinden mit Erde und Himmel, ja, die in unserem Körper bestimmte Themen, bestimmte Aspekte unseres Wesens energetisch verkörpern. Und die Arbeit mit den Chakren, mit dem Simpson-Protokoll, also die Chakra-Heilung, ist mega, mega wirkungsvoll. Also wenn ihr einfach sagt, ich fühle mich manchmal nicht gut, ich möchte einfach, dass sich alles ein bisschen zum Besseren wende, ich habe kein spezielles Problem, aber ich möchte mit den Chakren arbeiten, dann macht es. Ihr werdet staunen, was sich alles tut. Wenn dich das neugierig macht und du mehr wissen willst, dann schau dich hier auf der Seite um. Es gibt Infomaterial, es wird immer mehr Filme geben, auch mit Erfahrungsberichten. Und dann kannst du einfach mal dir eine Sitzung buchen und schlicht und einfach loslegen und das selber erfahren. Und du wirst staunen, was sich alles tut. Ich freue mich riesig auf dich. Du kannst gerne im Vorfeld mir auch Fragen stellen und mich löchern. Ich bin für dich da und wir sehen uns bald wieder. Ganz herzlich, deine Levka.